Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest der Viatbirge. Falls ihr euch jetzt fragt, warum ich nicht beim NPC bin, der die Quest gibt, es liegt daran, dass dieser ziemlich versteckt ist und ich euch auch den Weg zeigen will, damit ihr hinfindet. Ich befinde mich nun an dieser Position. Also in der Nähe vom Versammlungsstein von die Höhlen des Weglagerns. Bei dieser Oase hier, also es ist nicht zu verfehlen. Und dann darf man erstmal hier hochlaufen. Dann biegt man hier rechts ab. Auf diesem grünen Streifen wieder hoch nach links. Dann läuft man weiter. Nun darf man sich hier auf diesen Felsvorsprung begeben. Und jetzt gibt es mindestens zwei Methoden, zum Quest-NPC zu kommen. Entweder man springt hier hinunter, oder aber man läuft hier zu dieser Kerbe und läuft langsam rückwärts, sodass man da unten hinfällt. Ich hoffe, ich schaffe es beim ersten Mal. Ich werde einfach hier hinunterspringen, beziehungsweise einfach hinunterlaufen. Dann hier entlang. Und hier ist die Höhle. Finde ich viel sicherer. Mit dem Rückwärtsgehen, da kann man auch zu weit nach unten fallen. Und dann verpasst man es. Wie ihr seht, bin ich in der Gruppe. Das ist meine Freundin, die hilft mir dabei. Denn man muss Elite-Mobs töten, um diese Berge zu bekommen. Und man benötigt 20 davon. Geht in Frieden. Quest ist angenommen. Übrigens bei Nalpak im Brachland. Ihr habt ja meinen Weg verfolgt, hoffentlich. Ich habe euch erwartet. Ich blende noch die Quest ein. Und wie ihr seht, hinter der Quest steht Dungeon. Heißt, man kann diese Quest-Items auch in den Höhlen des Weglagens finden, von den Mobs. Nun könnt ihr euch einer Gruppe anschließen oder eine Gruppe machen und euch in die Höhlen des Weglagens begeben. Oder ihr tötet die Mobs in diesem Höhlensystem hier. Das ist übrigens der Weg zu der Instanz. Den zeige ich euch jetzt. Und hoffe, ich erwische auch ein paar Mobs. Hier ist ein Deviat-Birscher. Ich bekämpfe den mal. Ist Elite übrigens. Alle Mobs in dieser Höhle sind, soweit ich weiß, Elite. Außer es sind so Schlangen, Flaumnattern oder Ratten oder Gallkröte. Verfehlt, okay. Nochmal verfehlt. Nun, jetzt ist er tot. Und hier ist auch schon ein Deviat-Balk. Wie gesagt, man kann außerhalb der Instanz diese Mobs töten. Aber das ist nicht so effektiv. In der Instanz mit einer Gruppe bekommt man noch Loot. Man kann sich noch unterhalten. Eventuell Random-Drops, die man verkaufen kann. Noch andere Quests machen, die nur in die Instanz gehen, wie auch immer. Und auf dem Weg zum Eingang werde ich weiterhin Mobs töten, falls ich welche finde. Diese Schleime droppen kein Deviat-Balk, nur die Mobs, was Deviat im Namen haben. Da gibt es auch so fliegende Schlangen, vielleicht kennt ihr die? Jetzt sehe ich gerade keine. Aber die haben auch Deviat im Namen. Und die können auch diese Berge droppen. Und hier ist der Instanzeingang. Ich werde nun hier draußen weiter Mobs töten und diese Berge sammeln. Oder vielleicht gehe ich auch in die Instanz. Das werde ich jetzt nicht mehr extra einblenden, sondern ich melde mich wieder beim Quest Abgabe-NPC, sobald ich diese 20 zusammen habe. Bis gleich!
Ich habe nun meine 20 Deviatbälge zusammen. Ich war auch in der Instanz. Das Doofe daran ist, dass man nur jeden fünften Mob looten kann. Wenn man Pech hat, kann man gerade die Nicht-Deviat-Mobs looten, also Schleime und anderes Quabbeltier. Aber es lohnt sich auf jeden Fall in die Instanz zu gehen, wegen Items, anderen Quests, wo man unbedingt hinein muss. Also würde ich euch das schon empfehlen, mindestens einmal reinzugehen. Laufe wieder zum Quest-Abgabe-NPC. Bei diesem bekloppten Weg. Keine Ahnung, wer sich den einfallen lassen hat. So. Quest ist abzugeben bei Nalpak im Brachland an dieser Position. Ihr habt ja meinen Weg verfolgt, hoffentlich. Hoffe, mein Video konnte euch helfen. Eizocke, Ende.